900 XP. Sabal, die Ziegelfabrik ist Asche. Gute Nachrichten, Bruder. Wir wurden vergiftet, aber du hast Kiras Vision für ihr Volk erfüllt. Nun haben wir die Chance auf ein reines Leben, in Einklang mit dem Land. Die alten Sitten kehren heim und das dank dir, Sohn von Mohan. Okay, jetzt im Endeffekt ist natürlich dann wieder die Alte nicht so darüber glücklich. Dann müssen wir jetzt einfach mal leben. Boah, Alter, war das knapp. Konnten wir noch soeben das Nashorn hier erledigen. Wir brauchen ja noch Nashorn-Haut. Deswegen nehme ich die mal mit. So, Haut eines Panzernashorns. Kann man nachladen. So viel Muni brauchen wir eigentlich gar nicht für einen, ne? Also das MG ist schon echt mächtig gegen so ein Nashorn. Auch wenn es natürlich trotzdem noch sehr viel aushält, muss man einfach sagen. Huch, was war das? Bin jetzt mal wie ein Fuchs und pass auf, dass wenn es hier leckt, dann schaue ich mal direkt ganz, ganz vorsichtig auf das Symbol, ob es denn noch aufnimmt oder nicht. Ich bin da echt ein bisschen vorsichtig geworden, seit uns das beim letzten Mal einfach mal so abgeschmiert ist. So, hier fehlt immer noch das Karma-Level. Aber hier können wir... Oh Mann, das können wir immer noch nicht machen. Das hatte ich doch schon gekauft. Wieso habe ich das eigentlich nicht mehr? So, kaufe ich es halt nochmal. Ich bin mir sicher, ich habe das schon zweimal gekauft. Hm, merkwürdig. Okay. Ja, kann man machen. Ganz ehrlich, brauche ich nicht das hier. Eigentlich gar nichts von hier. Weil ich weiß so erstens sowieso nicht, wie man Spritzen herstellt. Und zweitens, ah, so toll sind die eigentlich nie gewesen, die Spritzen. Viel besser waren eigentlich immer die, nur die Heilspritzen. Der Rest war meist relativ uninteressant. So, und ich hoffe, ich kann jetzt bei einer nächsten Mission endlich mal wieder die gute Amita unterstützen. Denn ich möchte ungern nur Sabal unterstützen. Der ist mir nämlich auch gar nicht immer geheuer. Ich weiß gar nicht, ob der so toll ist, wie er so tut. Oh. So, einmal das alte Nashorn ran. Komm her. Oh, 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 oh. Renn, 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 renn. Renn, 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 renn. Heil dich, heil dich, heil dich, heil dich. Komm, komm, komm. Haus dir rein. Jawohl. Wegrennen, wegrennen, wegrennen. Puh. Okay. Man muss trotzdem vorsichtig sein, wenn man sich mit einem scheiß Nashorn anlegt. Die Viecher sind nicht ohne, ey. Alter. Er hat es uns jetzt aber doch nochmal gezeigt, dass er es kann. Knapp 400 Meter. So, einmal durchgeladen. Jetzt aber mit Vollgas. Alter. So, echt knapp jetzt. Rückgab, würde ich mal sagen. So, wir hätten natürlich auch das Geschütz von dem Auto benutzen können. Hätten wir Energie gespart. Sollte ich vielleicht mal dran denken. Wenn wir so ein Auto dabei haben und ein Tier erlegen wollen. Beziehungsweise müssen. Im Übrigen, wie viel fehlt uns eigentlich noch? War das Geldbeutelchen? Ah, guck mal. Nur noch ein Nashörnchen. So, Alter. So. Okay, hier nochmal vorsichtig. Oh, oh. War ganz Zorn. So, bam, bam, bam. Sehe gar nichts, aber schieß einfach mal drauf. Einmal aussteigen. So, Pagans Zorn geschafft. Die Autos jagen sich gleich schon selbst in die Luft, keine Sorge. Pum, sag ich doch. Dachte schon, das wären hier wieder eine Geiselnahme und so. Glück gehabt. Was ist denn hier los eigentlich? Ballert denn hier so wild? Können wir mal unterstützen eigentlich? So, zack. Einfach mal unterstützt. So, und irgendwas Besonderes haben wir jetzt. Ach komm, 100 Meter, die laufe ich jetzt. Ist doch egal. Da muss ich mich jetzt nicht beirren lassen. 100 Meter. Ich denke, so sportlich sind wir. Guck mal, wir können sogar hier hoch. Dann sparen wir uns wahrscheinlich sogar mehrere Meter. So. Hui. Einfach mal hier hoch. Hui. Und wie es aussieht, müssen wir trotzdem noch nur das Festung einnehmen. Ist also alles gar nicht so toll gelaufen, wie wir vielleicht dachten. Wahrscheinlich liegt es einfach daran, dass die natürlich offiziell noch auf Pagans Seite sein muss. Wie auch immer. Ich frage mich eigentlich, ob sie es rausgefunden. Huch, da war gerade eine Kammermission, die direkt wieder verschwunden ist. Ich schätze mal,
Sie hat mittlerweile rausgefunden, dass ihre Familie tot sein wird. Was mir natürlich sehr leid tut. Paul war einfach kacke. So. Habe ich es einfach mal gesagt. Wen haben wir denn da? Na, warum rennst du denn weg? Komm, stirb halt. Danke. So. Wechseln wir auf das hier. Das ist nämlich auch schön. Kackviech. Kacktöle. Jetzt kriegt ihr aber. Ah. So. Schau, was wüssten wir, der Barbo ist. Was soll das? Verdammten Kackhunde, Alter. Die haben mich aber jetzt echt überrascht. Tibet-Wolfsfell brauchen wir momentan nicht. Deswegen sammle ich es mal ausnahmsweise nicht ein. Weil sonst haben wir mal so viel über. Das finde ich ganz schrecklich. Das verstaut nur, also das verbraucht nur unnötig Plätze. Moment, wir haben hier noch irgendwo so ein Plakat. Oh nein, ein Adler. Oh, ein Wolf. Und der Adler. So, erwischt den Adler. Der gibt Ruhe. Alles klar, dann können wir hier rein. Du bist eine Dealerin und nichts anderes. An wen erinnerst du mich noch? Ach ja, Pagan. Ich bin wie Pagan, weil ich eine Vision für Kyrat habe? Ich versuche nur, uns aus deinem dritten Weltsumpf zu ziehen. Das ist unsere Geschichte, unsere Kultur, unsere Tradition. Tradition? Zum Beispiel kleine Mädchen verheiraten? Ist das das? Ist das dein großer Plan für Badra? Oh, tu es doch! Tu es einfach! Zeig AJ, was für ein Mann du bist! Ich rechtfertige mich nicht. Jetzt ist Noah dran. Immerhin da sind wir uns einig. Sie hatte gar keine Wahl. Pagan hat nur dazu gezwungen. Er hatte ihre Familie. Und wie viele Familien hat sie getötet, um ihre zu retten? Es ist egal, warum sie es getan hat. Sie muss bezahlen. Wie jeder andere auch. Ich entscheide, was mit Noah passiert. Jetzt haben wir noch mehr Entscheidungsgewalt. Den Boten erschießen. Erreiche Shanata. Okay, ja, da müssen wir eigentlich gar nicht großartig laufen. Können wir bequem so machen. Aber ich würde ehrlich gesagt gern eben schnell nochmal Munition tanken, wenn es geht. Shanata ist ja hier, da können wir locker easy einkaufen auch. Also, ne, weißt du, was ich meine? Shanat Trainingsgelände. Achso, ja, weiter unten, da ist Banapur, da wollte ich hin. In Banapur gehen wir nur kurz einkaufen. Bisschen Munition, bisschen Krimskrams loswerden. Ne, bis da ja, wie es läuft. So. Paul Harmon ist schon tot. Der braucht nicht mehr im Ladebildschirm erwähnt werden. MP5, F1, interessant. U100, jawohl. Punkt 700 Nitro. Oh, Stinger, aha. 1911er, die ist auch vielleicht ganz cool. Repetier Armbrust, nice. Nice, nice, nice. Erstmal Muni, danach das hier. So, Schnellverkauf, jupp. Dankeschön. Und dann wollen wir noch mal gucken. Hier haben wir keine Upgrades. Aber wir haben tolle neue Waffen. Repetierarmbrust. Geil eigentlich, ne? Eigentlich schon nice. Die Schussfrequenz ist sogar höher. Das ist ja krass. Ist alles höher als bei der 1911. Auch höher als hier. Ich glaube, der Schaden. Achso, man kann die vergleichen. Die und die vergleichen. Achso, okay. Die hier hat also weniger Reichweite, weniger Schussfrequenz und weniger Beweglichkeit. Das heißt, die Repetierarmbrust ist eigentlich echt gut. Befreie 8 weitere Glockentürme und Longinus schaltet diese Waffe gratis für dich frei. Okay, wir schauen erstmal, weil wir haben hier nämlich die wunderbare U100. Ich bin einfach hier so ein kleiner MG-Mensch. Hoppala, weg damit. U100, da gibt es leider auch keinen Schalldämpfer für. Aber ich glaube tatsächlich, dass die U100 etwas besser ist als unsere aktuelle Waffe. Wir haben aktuell die PKM. Ne, wir haben aktuell, stimmt, wir haben aktuell das Ding. Ach, die können wir gar nicht vergleichen. Okay, die ist schon extrem.
Man guckt Schaden, Genauigkeit, Reichweite, ist alles sehr gut. Wie sieht's aus bei der U100? Nee, die U100 ist wesentlich schlechter. Das ist natürlich sehr schade. Ist wirklich schade. Okay, dann werden wir erstmal bei der Waffe bleiben, die wir da haben. Wie sieht's aus mit der M700? Hm? Wie sieht's damit aus? So, vergleichen wir doch einfach die mal mit der. Okay, die ist einfach die Z93. Keine Chance. Die rastet einfach aus hier. So. Auch wenn ich die U100 eigentlich ganz gern kaufen würde, da passt leider auch kein Schalldämpfer wieder drauf, ne? Das ist halt echt das Problem. Ich brauche einfach eine Waffe mit Schalldämpfer, mehr als nur die Sniper vielleicht. Hier haben wir jetzt natürlich, klar, wir haben die Stinger, aber ich weiß nicht, eigentlich mag ich so welche gar nicht, so Waffen, die, also so MPs halt. Das ist eigentlich nicht so meins. Was machen wir da bloß? Können wir denn auf eine F1 eigentlich? Da können wir wahrscheinlich sogar so ein gutes altes Dings draufschrauben. So ein, weißt du schon? Schalldämpfer. Aber ich spiele gerade echt mit dem Gedanken, die Repetierarmbrust. Komm. Die gönnen wir uns jetzt einfach mal, oder? Können sogar, komm. Machen wir jetzt einfach mal. So, Visiere und Magazine. Kaufen wir jetzt einfach mal das Teil. Yeah. Geile Sache. Ersetzen wir mal mit dem hier. Genau. So, und dann passen wir das Gerät einmal an. Was haben wir denn hier? Visiere, optisches Visier, Rotpunkt, Reflex. Ich bin ja einfach Rotpunkt. Ich bin mehr so der Rotpunkt-Mensch. Ein Rotpunkt-Visier. Was haben wir hier? Erweitertes Magazin nehmen wir auch direkt mit. Und eine schöne Farbe. Das haben wir uns bis jetzt bei allen gehalten. Sollen wir mal so gucken. Die sieht schon sehr geil aus. Räuber hat auch was. Granit. Ja, Granit ist auch geil. Ja, modern. Ja, wobei, bei der Waffe geht's tatsächlich. Das ist ja ganz schön teuer. Granit. Granit finde ich ehrlich gesagt sehr cool. Aber ich glaube, Räuber. Ja, Feuerrot nicht. Aber Räuber sieht sehr geil aus. Nimm mal Räuber. So, nehmen wir mal einfach hier die Räubertarnung. Sieht sehr cool aus. Munition haben wir jetzt. Zack. Ups. Ich wollte einmal gucken. Hier ist nachgeladen, hier ist nachgeladen, da ist nachgeladen. Hier ist nachgeladen. Bleiben wir mal bei der Waffe. Möchte ich nämlich gleich mal testen. Magazinmäßig sollten wir damit rauskommen. Hoffe ich zumindest. So. Ich mache nochmal eine kleine Schnellreise nach Shanat. Wir müssen ja jetzt nicht unendlich weit laufen. Das geht auch locker easy so, glaube ich. Das sollte alles überhaupt kein Problem sein. So. Betritt die Shanat Arena. Oh nein. Ich will gar nicht. Okay, wir hätten auch hier einkaufen können. Habe ich ganz vergessen. Stimmt, das geht ja immer. Habe ich wirklich vergessen. Klar, habe ich das Zeug dazu, irgendwas zu machen, was total dämlich ist. So. Okay, betritt die Arena, betritt die Arena. Finde einen Weg in den Backstage-Bereich. Okay, dann suchen wir mal einen Weg in den Backstage-Bereich. Ja, hier werde ich wohl nicht reinkommen. Okay. Zeit für Plan B. Ups, ups, ups. Okay, ah ja. Hier kommt man nirgendwo rein, so sieht's aus. Ich muss da oben hin. Soll ich das denn machen? Kann man nirgends klettern, glaube ich. Aber hier ist eine Treppe. Okay, die bringt uns nicht ernsthaft weiter. Verdammt. Hier ist auch nur irgendwie so ein Shop. Ich habe dich in der Arena gesehen. Wie heißt du nochmal? Weiß ich nicht, habe ich vergessen. So. Wie sollen wir denn da hinkommen? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Gibt es irgendwie auf der Karte einen Hinweis? Karte, Hinweis? Ich glaube, also wenn wir einmal außen rum rennen, dann geht's. Aber ich glaube, hier lang ist auch schneller im Übrigen. Egal. Ich probiere es jetzt mal hier so. Vielleicht klappt's ja. Okay, nee. Missionsgebiet. Ach, da sind doch hier, da sind doch Kletterdinger. Die habe ich nicht gesehen. Mensch, sag doch was, wenn du sie siehst. Du, da draußen, vor dem Bildschirm. Du sagst mir das nicht, Mensch. Kannst du mir nochmal weiterhelfen? Meine Güte. So, nicht nur stille Beobachter, sondern auch mal ein bisschen Interaction. So, einmal Kletterhäkchen. Fällt auch überhaupt nicht auf, wenn hier jemand einfach am Felsen herumklettert. Das ist völlig egal, das ist hier ganz normal. Die Leute machen das täglich. Klettern einfach hier irgendwo rum. So, und am besten ist natürlich auch, die schwingen hier rum. So. Jetzt, okay, ich sehe schon. So. Einmal locker hier hingesprungen. Huch. Konnte er sich noch gerade festhalten, wie es aussieht. Interessant. E halten. Okay, alles klar.
ein wunderschöner Lade-Bildschirm. So, ist ja zum Glück relativ schnell vorbei. Oh. Minen. Ja. Minen sind natürlich überhaupt nicht gut für uns. Puh, okay. Schön vorsichtig. Ich denke mal, wir sollten die Minen gar nicht auslösen. Ich sehe keine Mine aktuell. Ich hoffe nur, wir treten nicht aus Versehen irgendwo in eine rein. Ich wette, ich schreck mich wieder total, wenn ich irgendwo in eine Mine renne. Ist hier eigentlich irgendwas? Nö. Einfach nur cool aus, okay. Ich finde keine Mine gerade. Finde ich gut. Vielleicht aber auch nicht. Ohne Steine. Da müssen wir rein. Hier sind keine Minen. Einmal zwei Gegnerchen. So, zack. Einfach mal den hier gemacht. Was gibt's denn hier so? Können wir mal kurz lesen. So, Shanat Arena, Programm des Special Event. Ich habe die Wichtigkeit des heutigen Programms bereits beim Meeting heute Morgen nachdrücklich betont. Bitte versaut es nicht, der Boss ist eine tickende Zeitbombe und alles muss perfekt sein. Hier ist der Rundenplan. Runde 1. 3 Tiger, 25 Milligramm Methodomidin Hydrochlorid. Genau. Runde 2, 4 Wölfe, selbe Dosis. Runde 3, 2 Bären, 75 Milligramm Methodolminhydrochlorid. Runde 4, ein Nashorn, 250 Milligramm Methodolminhydrochlorid. 30 Sekunden zwischen den Runden, keine Überschneidungen. Alles klar. So, ich finde schon mal die Waffe hier sehr geil. Ich schätze mal, wir können jetzt hier, um einen Wolf in die Arena zu schicken. So. So, lassen wir doch einfach mal alles rein. Hahaha. So, gleich sind alle tot. Weil ich glaube, selber mithelfen müssen wir nicht. Die machen das schon hier, die Türchen. Eieiei, Alter. Ganz schön mies. Muss ich einen besseren Platz gucken? Nee, leider nicht. Und tot. Und jetzt der letzte noch. Der Bär könnte auch mal was machen. Der Bär ist relativ useless im Moment. Das Nashorn macht eigentlich alles alleine. Alles klar, dann hau ich mal ab.